Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Pickup Folge. Es ist wieder so einiges in meine Sammlung hineingekommen, was ich euch gerne mal vorstellen möchte. Die Hauptsache ist diesmal wirklich wieder Gameboy-Spiele, also keine besonderen neuen Konsolen oder ähnliches, aber es kann ja auch nicht jedes Mal sein. Und ich möchte euch mit einem lange vergessenen Pickup, sage ich mal, starten. Und zwar habe ich vor ungefähr ein Jahr bei Limited Run 2 Switch-Spiele vorbestellt und ich habe es mir total vergessen, dass ich die da bestellt habe, weil eigentlich will ich auch bei Limited Run gar nichts mehr vorbestellen, weil diese langen, wirklich sehr langen Vorlaufzeiten, ehrlich gesagt, gehen mir die so etwas auf den Keks, ihr kennt es wahrscheinlich selber, und irgendwie die Releases, die haben, das ist für mich irgendwie viel zu inflationär, aber damals vor einem Jahr haben sie ein Spiel als physische Version rausgebracht, was ich natürlich unbedingt haben wollte. Und zwar Quake für die Switch. Ja, es gab da eine Neuauflage des alten guten Quake-Spiels. Und da ich das damals in meiner Jugend wirklich hoch und runter gespielt habe, wobei ich da eher bei Quake 2 irgendwie zu Hause war, aber ich weiß noch, wie dieses Quake-Spiel damals irgendwie eingeschlagen ist, weil es war das erste Richtige, was jetzt wirklich gut aussah und nur mit Polygonen gearbeitet hat und so weiter. Oder war Unreal zuerst? Ich bin mir gerade irgendwie gar nicht sicher, welches Spiel da der Vorreiter war. Aber ich meine, es war Quake. Und da wollte ich jetzt endlich mal eine physische Version haben, wo ich das ja damals schon mir ganz bestimmt gekauft habe, ne? Und damit sich die Versandkosten lohnen und so weiter, habe ich mir Dusk dazu bestellt. Das ist im Prinzip ein Ego-Shooter, ich glaube, er ist im letzten Jahr rausgekommen, was im Prinzip sich diesen Stil und ja auch das Spielprinzip ein bisschen von diesem guten alten Quake irgendwie aufnimmt und das halt als modernes Spiel rausbringt. Das heißt, die Optik ist ja oldschool und das Gameplay auch, und so als Retro-Fan ist das natürlich ein pures Muss, wo ich dann auch einfach zugreifen musste. Und ganz ehrlich, ich wollte auch jetzt nicht extra nur für ein Spiel Versandkosten bezahlen, damit es sich wieder so etwas lohnt, habe ich mir dann auch noch Dusk dazu geholt. Aber wie gesagt, Limited Run Games, ich bestelle auch nichts mehr. Das müsste eigentlich auch das Letzte sein, was bei mir noch so ein bisschen offen geblieben ist. Ich habe ja auch da die Gameboy-Neuauflage neu bestellt von Starhawk, um einfach mal zu testen, wie da die Qualität ist. Ja, Qualität ist gut, aber es wird einfach zu viel und ich bin nicht mehr so der Switch-Spieler, deswegen lohnt sich das irgendwie nicht mehr so wirklich. Dann habe ich ein wunderbares Homebrew-Spiel, und zwar Asteroid Chasers, geschenkt bekommen. Und zwar von dem guten Betreiber von Yastuna Games, die diese physische Version auch veröffentlicht haben. An dieser Stelle viel Grüße an dich, falls du das sehen solltest. Ich habe mal so ein bisschen mit ihm Kontakt gehabt, weil ich ja das Spiel in einer meiner letzten Homebrew-Vorgestellt-Folgen irgendwie behandelt habe und ich da sehr angetan war. Das ist im Prinzip ein sehr cooles Puzzlespiel, wo ihr quasi so Karten habt, die ihr legen müsst. Es gibt natürlich unterschiedliche Karten, wo ihr verschiedene Sachen entschärfen müsst. Zum Beispiel, wenn ihr eine Mine zieht, dann müsst ihr die entsprechend mit anderen entschärfen. Es gibt den Piraten und so weiter. Ist vom Erklären her ein bisschen abstrakt, wenn ich das einfach so erkläre. Wenn es euch interessiert, guckt einfach mal in die Homebrew-Folge rein. Und er hat das Video anscheinend gesehen und mich dann angeschrieben und so, hey, hast du Bock auf die physische Version? Ich habe ja von Yastuna Games ja schon DMG Deals Damage und war mit der Qualität sehr zufrieden und ich sag da natürlich nicht nein. Deswegen an dieser Stelle viele Grüße an dich, falls du das sehen solltest. Viele Grüße nach Frankreich und vielen, vielen Dank dafür. Ich werde mal irgendwann mal in nächster Zeit, habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen diese Homebrew-Hersteller vorstellen. Also da gibt es ja auch Ferrante Crafts aus Holland zum Beispiel, beziehungsweise in den Niederlanden. Und dann, wie gesagt, ich habe Yastuna Games aus Frankreich. Da habe ich schon jeweils so ein paar Spiele. Und das wird ja alles so, ich sag mal, Heimarbeit. Und das wird alles noch manuell zusammengebaut. Das ist alles noch pure Handarbeit und nicht irgendwie maschinell gefertigt. Und um euch einfach da mal so ein bisschen zu zeigen, hey, das ist die Releases, die ich habe, da bin ich hier mit der Qualität zufrieden. Lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Weil es gibt natürlich Hersteller, die das vielleicht qualitativ nicht so gut hinkriegen. Habe ich zum Glück bisher noch keinen Anbieter irgendwo gefunden oder dass ich da drauf reingefallen, in Anführungsstrichen, bin. Aber das habe ich jetzt auch mal vor. Aber dann kommt da auch nochmal ein entsprechender Community-Post, weil ich möchte auch ganz gerne, dass ihr so ein paar Fragen stellt, die ich dann weiterleite, die ich dann im Video beantworten kann. Also ein bisschen Interaktivität ist mir da immer sehr wichtig.
Das war jetzt so im Prinzip das Grobe und Ganze, was ich an, ja, ich sag mal, OVP-Spielen habe. Und dann habe ich hier noch einen ganzen Stapel Gameboy-Spiele, der in meine Sammlung geraten ist. Und den möchte ich euch vorstellen. Und zwar einmal hier Dragonheart. Das ist das Spiel zu dem Film Dragonheart. Ich habe da an den Film, ehrlich gesagt, nur so dunkle Erinnerungen, war ganz okay. Ich glaube, es gab auch einen Nachfolger dazu. Das war so ein bisschen, ich sag mal, der Fantasy-Comedy vielleicht nicht, aber es war natürlich schon so ein bisschen eher lockerer. Eine Geschichte mit einem Drachen, der irgendwie Freundschaft findet mit einem Krieger und ne, die retten die Welt, bla bla bla. Und da mag man natürlich jetzt denken, okay, das Cover, ihr habt es gesehen, es sieht erstmal so nichtssagend aus. Spielumsetzung, okay, Plattformer oder Minispielsammlung. Nein, das Spiel ist ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive auf den Gameboy. Und das finde ich super interessant, dass wir das so ein bisschen gemacht haben, wie dass das Sword of Hope, das geht ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und gerade deswegen wollte ich es unbedingt mal in meine Sammlung haben. Und ich finde, den Ersteindruck finde ich einfach gigantisch, dass das wirklich so auf den Gameboy portiert wurde und das als Filmumsetzung, also Hut ab, das muss man sich erstmal trauen. Dann habe ich als nächstes Monster Truck. Ja, es ist ein Rennspiel aus der Draufsicht, so ein bisschen wie da so andere Super Off-Road zum Beispiel auf dem Super Nintendo, beziehungsweise auch auf dem Gameboy natürlich. Und also ihr habt so eine leicht isometrische Draufsicht. Du müsst halt Rennen fahren. Das Besondere ist natürlich, wie der Name hier es schon sagt, Monster Trucks. Das heißt, ihr müsst natürlich auch über andere Autos fahren. Das ist natürlich eher so eine, ich sag mal, Schotterpiste, wo ihr da rumheizt und so weiter. Beim Reinspielen habe ich ehrlich gesagt nicht ganz gerafft, warum ich immer verloren habe. Weil ich war eigentlich immer Erster. Also irgendwie muss man da wahrscheinlich noch ein bisschen andere Sachen erledigen. Ich schätze mal Monster Truck, dass man vielleicht irgendwie mehr Autos zerstören muss oder ähnliches. Werde ich mich bei zu gegebener Zeit dann auch mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Denn als nächstes Micro Machines. Damit habe ich mich schon näher beschäftigt und da müsste dann auch nächste Woche der Test dazu kommen. Wunderbares Spiel. Ich habe ja vor einiger Zeit mal Micro Machines 2 im Test gehabt. Turbo Tournament hatte das als Untertitel. Und das ist ja halt diese Micro Machines. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, das sind diese kleinen Spielzeugautos, wo man dann auch irgendwelche Rampen und Loopings und sowas dazu irgendwie kaufen kann. Hat man als Kind alle. Ich weiß, dass ich es damals auf meinem 386er PC unter Windows 3.11 hoch und runter gespielt habe, das Micro Machines. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und auf dem Gameboy auch. Also es wurde sehr, sehr gut portiert. Ihr habt natürlich dann entsprechende Umgebung, ne? Weil ihr natürlich diese Mini-Autos habt, spielt ihr jetzt keine normale Formel-1-Strecke irgendwie, sondern natürlich den Küchentisch zum Beispiel. Und da gibt es natürlich auch Hindernisse wie irgendwelche Kleberflecke oder irgendwie sonst was. Außerdem habt ihr dann auch hier noch verschiedene Autos zur Auswahl, ne? Und die haben alle ein unterschiedliches Handling, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Und so müsst ihr euch von Rennen zu Rennen immer so ein bisschen neu einstellen, ne? Weil so ein Rennwagen, der steuert sich natürlich anders als so ein Geländewagen und da die Strecken auch immer passend dazu sind, ist das natürlich immer eine wunderbare Sache. Auf jeden Fall klare Empfehlung von mir aus, um den Test schon mal vorzugreifen. Aber wie gesagt, der Test kommt nächste Woche. Als nächstes habe ich euch Montezumas Revenge mitgebracht und das Spiel sagte mir so gar nichts. Also vom Titel her habe ich mir schon fast gedacht, das wird wahrscheinlich irgendeine Umsetzung von irgendeinem alten Arcade-Klassiker sein, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt mir das so vor, Montezumas Revenge, das kann ich mir so richtig gut in der 80er Arcade irgendwie so als Spielautomaten sehr mystisch so ein bisschen wie Jungle oder irgendwie sowas vorstellen. Habe ich auch reingespielt, da scheint sich dieser Spieleindruck auch zu bestätigen. Es ist sehr Arcade-mäßig und auch sehr schwer. Auch hier habe ich noch nicht weiter in die Recherche reingegangen, aber ja, gut. Brain Drain ist der nächste Titel und wie der Name schon sagt, ist es ein Puzzlespiel. Und zwar ist es so ein bisschen was anderes Puzzlespiel. Es ist mal kein Tetris-ähnlicher Titel, wo man irgendwelche Klötze man irgendwie kombinieren müsst. Nein, die Klötze gibt es schon und es ist natürlich so ein Quadrate alles unterteilt. Und die könnt ihr so an festen Achsen bewegen. Und ihr könnt euch schon fast denken, ihr müsst dann halt ein bestimmtes Muster denn damit nachbilden. Muss natürlich ein bisschen knobeln, wie man das alles macht. Ich persönlich bin immer viel zu doof für diese Art von Spielen. Ich weiß nicht, ich mag schon immer diese Verschiebepuzzle nicht. Irgendwie fehlt mir da irgendwie meine passende Wahrnehmung. Ich weiß es nicht. Aber so an sich macht es einen ganz soliden
anscheinend irgendwie. Mal gucken, wenn ja auf sowas steht, kann man da sicherlich durchaus zugreifen. Als nächstes habe ich mir Game & Watch Gallery 3 geholt. Ja, das ist natürlich mal wieder eine Sammlung der guten alten Game & Watch Spiele. Zum Unterschied zu dem ersten Game & Watch Gallery wurde hier mal so ein bisschen mehr aufgebaut. Ne? Ihr habt voll schönen Grafikstil, den ihr dann auf den modernen wechseln könnt und so weiter. Die Spiele an sich sind natürlich wie die alten Game & Watch Spiele, das heißt sehr, sehr simpel. Deswegen finde ich persönlich diese Serie so ein bisschen, ja, ich sag mal, langweilig, viel, ja, schon ein bisschen langweilig und eher nur so aus historischer Sicht irgendwie interessant, weil diese ganz alten Game & Watch Spiele, den meisten wird das euch, von euch ein Begriff sein, für die anderen erkläre ich das kurz, das waren von Nintendo selbst diese uralten LCD-Spiele. Ihr kennt wahrscheinlich die auch so von Tiger Electronics, die sind hier relativ weit verbreitet gewesen, so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ihr mit so meistens irgendein Handheld hattet, wo man jetzt keine Module irgendwie wechseln konnte oder sowas. Und die Grafik war sehr, sehr simpel. Das war im Prinzip so ein Display wie so ein Taschenrechner. Und im Prinzip war das alles so ein bisschen vorprogrammiert, welche Position man da irgendwie haben konnte und ihr musstet dann halt da hin und her wechseln. Und das waren die Game & Watch Spiele, das heißt sehr, sehr einfach und wurde halt umgesetzt. Ich finde, so ein bisschen aus historischer Sicht vielleicht, nenne ich es mal, kann man das eigentlich ganz gut machen. Aber also ich würde mich da jetzt nicht stundenlang hinsetzen und das spielen, ehrlich gesagt. Als nächstes Bubsy 2 habe ich sogar mal auf dem Flohmarkt geholt. Ich war seit langer Zeit mal wieder auf dem Flohmarkt. Ja, Bubsy ist ein Kack-Plattformer. Bubsy ist ja so ein bisschen der Inbegriff dieser, hey, wir brauchen ein Plattformer-Maskottchen, weil Sonic und Mario gibt es ja und das wollen wir auch machen. Nur halt gab es ja viele Spiele dieser Art damals und leider waren nur die allerwenigsten wirklich gut und Bubsy 2 natürlich auch. Ihr seht es am angewendeten Gameplay. Eieieiei, der Grafikstil. Also es wurde sich hier wirklich keine Mühe gegeben und das merkt man definitiv auch. Deswegen ganz schnell zu Shadow Warriors. Da habe ich ja schon einen Test zu gemacht, das habe ich mir auch auf den Flohmarkt geholt. Richtig geiles Spiel. Also während Bubsy 2 scheiße ist, ist das richtig geil. Es ist halt ein Ninja-Spiel, ist aus der Ninja Gaiden, ich hoffe man spricht so aus, Serie, auf dem Gameboy portiert worden. Ich bin jetzt kein Experte, was die Serie angeht, deswegen kann ich nur diesen Gameboy-Titel für sich irgendwie betrachten. Und da macht Spaß, ihr spielt halt Ninja, läuft mit rum mit dem Schwert, habt einen Greifhaken, womit ihr euch irgendwo hoch rumhangeln könnt. Könnt dann natürlich aber auch springen, also nicht wie im Bionic Commando, wo ihr dann nicht springen könnt und nur mit dem Greifhaken. Dann könnt ihr Ninja-Magie benutzen, wo ihr dann halt so eine Flammenwand von euch schießen könnt. Macht sehr viel Spaß, ist natürlich serientypisch nicht gerade das leichteste Spiel, aber es ist vom Gameboy sehr geil portiert worden und vor allem die Musik, wunderbar. Und das letzte Spiel habe ich mir Beavis und Butthead gegönnt. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich alle, die Maskottchen von MTV, warum Maskottchen mal es nicht, also die Serie, die damals auf MTV lief. Und das wurde ja viele Videospiele auch irgendwie versoftet und so auch hier auf den Gameboy. Auch hier war ich erst skeptisch, okay, was wird's werden, Minispielsammlung oder sowas, aber nein, es ist ein, ja, aus der isometrischen Sicht ein Abenteuerspiel, wo er halt so rumläuft, kleine Rätsel löst und da auch, ja, Kämpfe machen müsst und sowas. Und das fängt eigentlich auch ganz gut den Charme der Vorlage ein. Also wirklich diesen sehr speziellen Grafikstil etc., das wird hier wirklich, wirklich gut eingefangen. Also da bin ich so ein bisschen positiv überrascht. Ich habe irgendwie echt nicht viel erwartet, dachte mir so, ach ja, für die Sammlung ganz cool, ne? Aber da bin ich sehr, sehr positiv überrascht worden. Ich hoffe, dieser Eindruck, der bleibt, auch wenn ich noch ein bisschen weiter einsteige. Aber so vom Anspielen her, nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, und das waren sie schon mal wieder, meine Pickups. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschö.